So, aber jetzt. Jetzt geht's los. Juhu! Yay! Hui! Oh, I can't seem to get any further. I'm sure there was something. Ah, yes, now I remember. Hold the zip up and down, and I should crap. Now then, what was it? Oh yeah, press A to jump extra high. Then A again to do that funny helicopter-y tail thing. Now that makes me harbor. I should easily get across that gap. Hat er von Tails geklaut? Den Move. Der Anfang regt mich mal auf, weil ich kann es nicht überspringen, aber ich weiß schon, was ich machen muss. Und dann, naja, ist ja egal. Aber dann sehen es die anderen nicht. So springe ich auch immer. Ich wedel auch immer mit meinem Schwanz. Ja, genau. Ja, sehr gut. Ja, fail. Ich darf jetzt nochmal durch. Das ist mir noch nie passiert. Das ganze Reden lenkt mich ab. Dein Shisha blubbert mich auf. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sieht am oberen Rand, diese komischen bunten Kästchen, diesen Grafik-Glitch. Sag ich mal, Arschloch. Ist auch egal. Das stört ja eigentlich nicht weiter. Und das Spiel ist echt so klasse. Also ich kann es jedem empfehlen, der wirklich zu viel Geld hat, kauft euch ein N64 und bestellt euch irgendwo auf eBay dieses Spiel. Das ist so klasse. Ja, und das Spiel ist jetzt nicht wirklich ein Blind, weil Daniel hat es mehrfach durchgespielt. Ich habe es früher auch mal gespielt, aber er weiß wahrscheinlich eh noch alles mehr. Aber das ist so egal. Ich kann es jederzeit wieder spielen. Ich spiele es, glaube ich, alle halbe Jahr nochmal. Es ist immer wieder geil. Es ist einfach toll. Es ist ein klasse Spiel. Also Rareware hat echt eine gute Arbeit geleistet. Super Leistung. Komm her! Ich will dich ins Loch stecken. Ins Schlüsselloch. So. Dann hol dir erstmal den Schlüssel. Hang on. Something missing here. Didn't I have a... See what that does. Are you sure you got that? Are you sure you got that? So, was machen wir? Was passiert, wenn ich auf B drück? Hihihi. Eine Bratpfanne. So, komm her. Wie glücklich er schaut. Ja. Dieser Raum war jetzt wirklich nur dazu da, dass ich diese Bratpfanne bekomme und weiß, dass es, wenn ich B drück, dass diese Bratpfanne kommt. Das war der einzige, Dings von diesem Raum, der einzige Sinn und Zweck. Wie gesagt, Tutorial, aber das sind wir gleich durch. Dann geht das Spiel wirklich los. Haben wir eigentlich relativ offene Welt. This guy. If you think you're coming this way, you can think again. Oh, you're a real charmer. I just want to get past, please. No, I don't think so. I've only just got comfy. Have you ever sat on a piece of Gothic architecture for 200 years? Gets right up your ass, you know. Thought it was about time to move on to a bridge, say. And I'm not moving now. Isn't it a little bit early in the day to start talking about Gothic architecture? Well, if you care to come a bit closer, we can discuss things of another nature. Okay. The frying pan. You stupid little... Blümchen! Ach nee. Oh, ich freue mich schon auf die Stelle mit der Kuh. Oh. Fuck. Entschuldigung. Ich habe aussehen die falsche Taste gedrückt. Ich habe R gedrückt statt A. Auf dem Controller mag das ziemlich
schwer sein, das zu verwechseln, aber auf der Tastatur ist das ein bisschen... Das sieht man ja in meinem Brutal Mario Hex am Anfang. Wobei ich das Spiel echt erstaunlich gucke, dass ich das so spielen kann, muss ich sagen. Mario? Das hier. Das da, ja. Da beneide ich dich. Ja, du hast ja keinen Analogstick, das ist mit dem Laufen etwas doof. Das sieht man schon, wenn ich so schräg laufe, wie es immer so hin und her hakt. Ja, ja. Aber... Außer gegen Ende wird es ein bisschen doof, aber ansonsten kein Thema. So. Jetzt nochmal gucken und diesmal die richtige Taste drücken. Tatsächlich, du hast es geschafft. Yay! Plunger with dynamite. I think I know what's gonna happen now. Fantastic. Let's go and get some shut-eye. Ha, denkst du? Finally. Jetzt geht es erstmal richtig los hier. Geldgeiler. Sexsüchtiger Bastard. Und das ist er wirklich. Ja. Oh, jetzt treffen wir einen tollen Charakter. Einen deutschen. Ja. Oh ja. I got entrance. This is got the important. Der erinnert mich ein bisschen an den einen Typen von A Longest Journey. Ha? Der wo auch in diesem fliegenden Stuhl saß. Ach, der, ja, genau, stimmt. Stimmt. Ja, der hat ja auch kein paar mehr. Professor. Welcome. I have a job for you. As you can see, the table. The table? Ah, yes. So, yes, but then look again. Oh, that's not good, not good. Let's have a look at it, soil. Yes, I think I see the problem. I will see you for the eye. She must give me a moment, though. I'll come back later. Stopp gerade ein bisschen. Stopp gerade, ja. Ich glaube, dein Rechner arbeitet gerade. Because we know what happened last time. On it all, Al. On it all. I'll go now. I don't want to have to get the duct tape out again. Yes. Wait, no. And I don't want you to get the duct tape out again. Goodbye. Goodbye. Wenn wir Viren scannen, jetzt gleich poppt, dann dreh ich durch. Das kann die Aufnahme kaputt machen. Duct tape. I'll give him a duct tape, asshole. Come down here, I'll show him what the duct tape is. I'll show him where to stop it. Stupid f***er. All I do all day is turn to stop his stupid f***ing problems out of the asshole. I'm f***ing anyway, so, what were we? The milk, the table. What shall we do? What shall we do with this? Clean slate. Yeah, clean slate. Ja. The gravity chocolate was kind of working. That's voodoo. At the f***ing window with that. Daniel! Coke! Gerade diese Stocker extrem auf. Ja, die sind gerade ziemlich nervig. Boah, das ist echt übel. Ich habe Energie verloren deswegen. Wenn es jetzt lang so weitergeht, dann. Boah. Wenn ich das spiele, mich mal kurz. Stopp's mal neu. Ach, das ist echt hässlich. Ja, okay. Wir stoppen mal ganz kurz die Aufnahme. Ja, wir sind gleich wieder da. Wir sind wirklich gleich wieder da. Ja, bis gleich. Bis gleich.